Moin. In dieser Episode sehen Sie, Groß Koloss kommt zurück, der VW Touareg 3 kommt endlich und danach Deutschland hat sich selber ins Bein geschossen. Die falsche Entscheidung überlässt diese Problem. Und zum Schluss Burnouts wieder da. Burnout Paradise kommt als Remaster zurück. Das sehen Sie alles bei Driver TV. Nun, es ist schon eine Weile her, seitdem wir überhaupt richtig über konsequent über Themen geredet haben. Aber heute bin ich jetzt endlich mal da und endlich mal kann ich was darüber reden. Und nebenbei sind sehr viele Dinge auch passiert, die ich leider verpasst habe. Tut mir leid. Und deswegen werde ich sie nachholen. Groß Koloss kommt zurück. Früheren Jahren hatte VW ja im 2002 den VW Touareg 7L vorgestellt. Und der wurde bis 2010 als Groß-SUV hergestellt. Man wird sich jetzt dabei fragen, wie VW es so einfach hinbekommt, wobei es dabei sich um eine Audi-Entwicklung handelt. Tatsächlicherweise hat drei Viertel der Arbeit leider bei sich um Audi-Arbeit zu tun, aber darüber reden wir später warum. Denn worum es sich handelt, haben wir hier ein Groß-SUV in Basis, das später mit dem Q7 und dem Porsche Cayenne eigentlich aufgebaut wird. Aber nichtsdestotrotz hat sich VW in den letzten Jahren mal wirklich viel mehr bemüht, richtige SUVs herzustellen. Im Jahr 2010, oder momentan die aktuelle Generation, ist der VW Touareg 7P. Der 7P wirkt ähnlich wie ein Groß-Facelift, ist es aber nicht. Er ist hingegen ein bisschen kräftiger und er hat ein anderes Umbauformat gehabt. Also sagen wir einfach, seine Plattform hat sich geändert. Allerdings ist man bei diesem Motorenauswahl leider gegenüber dem Vorgänger oder generell bei diesem Teil leider enttäuscht. Während der Vorgänger noch einen starken V12 als auch einen V10 diesen Motor auch noch sogar hatte, ist bei dem Touareg 7P, also der zweiten Generation, leider ein Rückschlag ins Gesicht geworden, denn das wurde leider komplett entfernt. Nicht schlimm, deswegen gibt es ja noch die nächste Generation. Im Jahr 2018 wurde die dritte Generation vorgestellt. Wer es nicht weiß, das hier ist kein VW Passat auf Stilzbeine. Nein, das hier ist, nein, Entschuldigung, kein Passat, sondern Arteon oder was weiß ich, wie das Ding heißt. Egal. Der VW Touareg hat sich dem Baukastensystem umgeändert und hat stattdessen die vom Q7 und den Bentley Bentayga genommen. Und den Porsche Cayenne. Und so. Was übrig schreibt, ist natürlich der Dieselmotor. Und anders als der Vorgänger, er ist sogar leichter geworden. Um genau zu sein, 140 Kilogramm. Nun ja, VW will jetzt offenbar den Comeback des großen Kolossus mal zeigen. In China hat es geklappt. Mal sehen, ob das hier in Deutschland besser klappt. Deutschland hat sich selber ins Bein geschossen. Und damit meine ich jetzt nicht per Selbstmord oder mit einer Waffe, sondern mit einem Urteil, das eigentlich nicht passieren sollte. Tatsächlicherweise geht es um den Dieselproblem. Oder um besser einzuordnen, diese Fahrzeuge sind verboten in der Zukunft mit dem deutschen Regelungsgesetz und mit den Städten. Naja, wer es nicht weiß. Und um über dieses Thema ranzugehen, habe ich diesmal ein paar Dinge nachgeforscht, was eigentlich großer Fehler darstellen sollte. Und zwar ein ganz großer Fehler. Der Ursprung des Problems ist ganz einfach. Deutschland hat einfach zu viel CO2 ausgestoßen und jetzt klagt die EU dagegen, weil sich Deutschland nicht an die Grenzwerte haltet oder so. Ist ja kein Wunder. Weil man bedenken müsste, dass nur Deutschland angeblich der einzige Staat ist in Europa, der angeblich viel CO2 produziert und so. Oh, tut mir leid. Habe ich sie abgelenkt? Nein, damit meine ich jetzt ganz persönlich, dass es eigentlich ein bisschen komisch wirkt. Na gut, CO2-Ausstoß und so ist eine harte Sache, kann wirklich die Umwelt verschmutzen und so. Und deswegen will man auch was dagegen was tun. Antwort, man hat sich was Schlaues eingemacht, anstatt einen ziemlich simple und gute Antwort, wie die Nachbarländer es vorgeschlagen haben, mit dem schönen Infrastrukturumbau und generell ein schönes System umzubauen, hat man was gemacht? Richtig.
Am 27.02.2018 wurde für die Kommunen genehmigt, die Diesel in der Stadt zu verbieten. Um es genau zu sein, die Dieselautos sind verboten. Oder nicht nur Dieselautos, sondern generell der Diesel. Um das klarzustellen, was ist denn damit in Deutschland nur indisch gefahren? Ich meine jetzt nicht Inder oder so, sondern generell, was ist das für ein komischer Gedanke? Wenn man bedenken muss, dass Diesel einer der drei Viertel der Fahrzeuge in den ganzen Verkehr in Europa benutzt wird, wird man direkt merken, was das für ein riskanter Versuch ist. Und wenn man denken muss, was das danach passieren wird, also was es für ein großes Nachspiel hat, weiß man ganz genau, dass das ein großer Fehler ist. Denn das ist ganz simpel. Die Infrastruktur geht kaputt, die Wirtschaft geht damit kaputt, weil Diesel nicht benutzt werden darf. Und damit meine ich jetzt nicht so einfach, sondern ganz simpel. Wenn der Diesel nicht benutzt wird, dann dürfen keine Baggers, keine Dieselschiffe, keine Busse fahren, keine Dieselloks und ganz normal auch keine normalen Autos. Und damit meine ich jetzt persönlich, dass es eigentlich auch keine sinnvolle Idee ist. Weil man denken muss, dass es auch andere Dinge gibt. Dazu noch hat man sogar eine Propaganda dargestellt. Und welche Propaganda? Gut, grob gesetzt möchte ich jetzt nicht darüber jetzt übertreiben. Das ist alles eine F Einschätzung von mir oder so eine Meinung, was ich jetzt dafür finde. Aber was das für eine Propagandadarstellung, was Greenpeace da gerade veranstaltet mit dem Lungenaufbruch, ich weiß, Diesel und so ist ja schädlich und krankheitlich. Aber es gibt auch andere Dinge, die schädlich sind. Und zwar noch schlimmer sind als Diesel. Aber naja, gut, lass wir's lieber den Experten, bevor ich noch gleich zu Ende geschlagen werde dadurch oder von den Kommentaren von den Leuten gehatet werde oder so. Aber über diese Idee hat man sich natürlich bedacht, damit man die meisten Leute nicht verärgern würde und dazu noch nicht mal andersweise was gegen eine Revolution oder wütenden Mob dazu macht, hat man stattdessen was gemacht. Man würde einen kostenlosen öffentlichen Verkehrsmittel dazu anbieten, als Gegenleistung. Und das ist auch gleichzeitig wieder mal eine nicht sehr schöne Idee. Warum? Kurz erklärt ist das so. Normalerweise, wenn man Bus und Bahn fährt, zahlt man dafür Tickets. Und das ist generell eigentlich normal. Pro Streckenfahrt und so. Über diese Teuerungs- und Preise habe ich schon über ein paar Episoden davor noch geredet. Aber wie ich schon gesagt, das ist relativ normal und es ist relativ ein bisschen mehr zufrieden, wenn man es günstig hält oder so. Aber stattdessen hat man was gemacht, man würde es dafür kostenlos machen. Im ersten Blick, ohne Tickets zu bezahlen oder generell ohne Geld dafür zu bezahlen, klingt einfach schön, ne? Hat allerdings einen Nachteil. Was oder wo kann man bitte die Gewerkschaftler bezahlen? Wo, für was? Denn das Ganze ist nicht komplett umsonst. Wenn ich damit meine, nicht komplett umsonst, dann meine ich es auch intern im ernsten Fälle nicht komplett umsonst. Denn wo will man denn bitte schön das Geld herkriegen? Umsonst will ich ja nicht ungern sagen, aber ich kann mir kaum denken, dass die Busfahrer oder generell die Verkehrsmittel einfach so kostenlos fahren. Also hat man was gemacht? Richtig, man wird danach später die Steuern erhöhen. Und das ist direkt den direkten Bemerkung, dass es eigentlich eine Abzocke ist. Warum? Wenn man direkt bemerkt, dass man kein Dieselauto mehr fährt, dann heißt das im ersten Sinne, du darfst das Auto nicht benutzen. Du fährst jetzt einen Bus und Bahn. Schön, kostenlos. Aber dafür musst du trotzdem Steuer zahlen, und zwar mehr. Denn wer es nicht weiß, die Steuern werden nicht mehr per Tickets oder so abgezahlt, das wäre ja auch Traum, sondern die werden per geschätzten Umsatz des Tages gezahlt. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel Millionen, oder sagen wir einfach, Entschuldigung, das Million ist jetzt übertrieben, aber sagen wir einfach, an einem kleinen Ort werden zum Beispiel 10.000 Leute zum Beispiel pro Tag diesen selben Bus nehmen. Dann heißt das, von den einzelnen Stadt- oder Bewohner wird es nicht einfach 10.000 verlangt, sondern quasi einfach nur das 10% von ihnen verlangt. Das ist mehr, als wenn man ein Ticket bezahlt an meinen Tag. Gut, es kann sein, dass es jetzt theoretisch, was jetzt damit gemeint ist, was es jetzt
ist, und das ist jetzt eine Einschätzung, was dafür für eine Steuer dafür verlangt ist, aber ich will es nur kurz fassen. Kostenlos ist das nicht. Wirklichkeit aber ist das jetzt nicht der Grund, warum man überhaupt die Fahrzeuge generell für die Umwelt was tun möchte, sondern stattdessen will man was anderes machen. Wer es nicht weiß, vor einigen Jahren hatte man versucht, mit dem Öko-Autos was zu machen. Aber es hat nicht sehr gut geklappt. Also ist man auf den Diesel gegangen und hat mit dem Dieselgate ordentliche Argumente dafür gesorgt. Quasi würde ich so formulieren: Das Dieselfahrzeug wird nicht benutzt. Kommt ein Argument, wird auf einmal danach erst später merkbar, dass man stattdessen ein anderes Auto benutzen darf, damit man überhaupt in der Stadt reinkommt. Oder wenn man überhaupt einen Filter nimmt. Aber ich möchte euch kurz fassen, was das damit gemeint ist. Damit will man den ganzen System oder generell, was man hier machen will, damit man der Diesel nicht verkauft, macht man stattdessen so. Man will die Öko-Autos aufpushen, weil die Dinger nicht erfolgreich waren und nicht sehr sinnvoll genutzt worden sind. Also hat man sich was gemacht? Richtig, ein Verbot gemacht für die Fahrzeuge, die genutzt wird, damit man die anderen Fahrzeuge verkauft werden. So einfach macht man das. Und das ist eine reine Abzocke in Wirklichkeit. Nicht nur, dass die Regierung eine total komplett einen Regierungsbetrug macht oder generell, was sie da gerade für Dinge abziehen, sondern auch, was die Hersteller an sich nicht mal darüber im Klaren ist, was sie für Fehler damit begehen. Gut, man kann natürlich damit mit einem Filter oder generell mit den SCR-Cut etwas aufrüsten, aber damit schädigt man das Fahrzeug und es funktioniert nur gerade mal ein paar Jahre. Dann muss man es wieder auswechseln. Somit heißt es mit anderen Worten, das ganze System, das ganze hier ist nur wegen Wirtschaft. Man will Dinge verkaufen, die nicht verkauft wurden. Und somit heißt das, diese ganze Idee ist einfach verrückt und wahnsinnig und die meisten Leute merken sowas nicht. Unfassbar. Aber tatsächlich ist es wahr. Hinter unserem Rücken wird massiv mit Thema Öko und so viel übertrieben. Und das haben die Leute auch nicht gerade mal im ersten Blick gemerkt. Die haben stattdessen diesen Argument mal in Herz genommen, haben gesagt, ich lass mal das Dieselfahrzeug weg. Ich nehme mal das Öko-Auto. Wahrscheinlich ist es auch sogar sinnvoll. Somit kann man sich auch wahrscheinlich die Umwelt verbessern. Aber selbst wenn die Umwelt schmutzig, also die Umweltverschmutzung bleibt und bleibt. Vieles kann ich euch nicht erklären, aber meine Einschätzung ist es so, dass das Ganze hier einfach viel schief läuft, gerade in der Wirtschaft. Und damit meine ich, damit hat sich Deutschland offiziell ins Bein geschossen. Und zwar ans eigene Bein geschossen. Burnout ist wieder da. Man wird sich natürlich wundern, was in den letzten Tagen für Neuigkeiten aufgetaucht sind. Aber tatsächlich ist es wahr. EA hat tatsächlicherweise was zugelassen, was eigentlich nicht möglich wäre. Nämlich Burnout Paradise als Remastered-Version. Wer es überhaupt nicht weiß, Burnout Paradise ist ein altes Spiel, das 2008 für die PS3, für die Xbox 360 und für die PC erschienen ist und recht erfolgreich war. Eigentlich ein ziemlich erfolgreiches Spiel, was man eigentlich dazu gebracht hatte, eigentlich einen anderen Teil herausbringen sollte. Ist es leider nicht, da EA leider wie mal typischerweise andere Ideen im Kopf hatte und tatsächlicherweise die anderen Projekte mal anders zugelassen hatte. Dadurch ist Burnout leider danach gestorben. 10 Jahre später hatte man offenbar die Idee gedacht, lass mal wieder als Jubiläum für Burnout Paradise offenbar einen Remaster machen und es tatsächlicherweise es hinbekommen. Aber anders als man jetzt für die Serienversionen, für die normalen PS3 für die Xbox-Version für die PC machen würde, sondern es ist hier speziell auch für die PC, PS4 und Xbox One oder Xbox One X oder generell eine von den Xbox, egal. Speziell mit stärkeren HD-Filterungen und so, kein Wunder, es heißt hier Remastered. Aber auch mit allen 8 DLCs enthalten. Und somit, wenn man das Ding kauft, erhält man die kompletten 8 DLCs. Na dann, ich freue mich schon, bis das Spiel rauskommt.
Das war's für heute. Wir sehen uns für nächstes Mal, Leute. Und ich hoffe, es hat euch diese Episode gefallen. Schreibt mir etwas in den Kommentaren, was euch gefallen hat oder was nicht. Oder was verbessert werden muss. Und abonniert mich wahrscheinlich in meinen Kanal. Ich hoffe, ihr lasst mir ein Abo dabei, weil ich brauche das bitte nötig. Und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal bei unserem nächsten Episode bei Driver TV. Tschüss!